Hallo Markus, grüße dich. Hi Jochen, Servus. Ja, schön, dass es geklappt hat. Für unser Thema nachgefragt, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast, sozusagen, und die Zeit gefunden hast, dass wir ein bisschen reden können. Genau, und an der Stelle gleich mal wie gewohnt, dass du dich mal selber ein bisschen vorstellst, Hintergrund familiär, warum du bei uns bist und wo du wohnst und einfach mal so ein bisschen erzählen von dir. Ja, okay. Also mein Name ist Markus Hufnagel. Ich bin 39 noch, ich werde jetzt im Februar 40, am vorletzten Lockdown-Tag. Ich Am bin verheiratet, 13. also. 13. genau. Okay. Ja, genau. Bin verheiratet, habe drei Kinder, drei Mädels und bin seit 10 Jahren selbstständig. Und zwar betreibe ich einen Rewe-Supermarkt und mit meiner Schwester zusammen noch einen Nahkauf-Supermarkt. Den Rewe-Markt in Fürstenzell und den Nahkaufmarkt in Neuhaus, da wo ich auch wohne. Ja, genau. Und da, wo du gerade sitzt, sozusagen, oder? Da sitzt, Du sitzt genau. gerade bei dir zu Hause im Büro, oder wo bist du da? Also, ja, Ah genau. ja. Das heißt, man sieht hinter dir den Nahkauf, oder ist das eine andere Perspektive? Ja, das ist, der Nahkauf ist zwei Häuser weiter, also hinter mir ist Ah. der Nachbar und dann kommt noch mal ein Haus und dann kommt der Nahkauf, genau. Ah ja, okay. Und jetzt nochmal mit deiner Schwester zusammen. Das heißt, deine Schwester macht den Nahkauf und du machst den Rewe, oder wie läuft das? Ja, also den Rewe mache ich alleine. Aha. Den Nahkauf mache ich mit meiner Schwester in einer UOG-Gesellschaft, haben wir dort zusammen 50-50 Beteiligung. Okay. Genau, miteinander. Den haben wir quasi von unserem Vater übernommen. Und der auch noch im Geschäft steht, aber heute halt das Okay. Glück abgegeben hat, genau. Wollte ich nämlich gerade fragen, wie es dazu gekommen ist. Also dein Vater hat das Ganze mal aufgebaut dort in Neuhaus, ja? Genau, also ich komme eigentlich schon aus einer Kaufmannsfamilie. Mein Opa hat schon angefangen, da bei uns im Wohnhaus, da wo ich jetzt auch wohne. Da war unser erster Laden, der hat 40 Quadratmeter gehabt. Aha. Und so hat sich das dann aufgeschaukelt, den hat dann mein Vater übernommen und mein Vater hat dann neu gebaut mit 400 Quadratmeter und dann nochmal erweitert auf 900 Quadratmeter. Das ist dann das, was jetzt zwei Häuser weiter ist in Ja, Neuhaus. Okay. genau. Und ich habe dann jetzt zusammen mit meiner jetzigen, mit meiner Frau, habe ich, mit meiner jetzigen Frau, ich habe nie eine andere gehabt. Hoffentlich bleibt so. Haben wir dann das Elternhaus quasi umgebaut und renoviert und da wohnen wir jetzt drinnen. Ah ja, das heißt, das ist ja so eine Familiendynastie so ein bisschen dann. Ja. Wie kam das dann, dass der Rewe noch dazu gekommen ist? Ja, ich habe, wie es auch anders, nicht anders sein hat können, natürlich im Einzelhandel erklärt. Ganz normal kauft man im Einzelhandel bei Minimal damals. Und habe dann Assistentenausbildung gemacht, Marktleiterausbildung gemacht und dann mein Handelsfachwirt im Anschluss gemacht. Und ja, dann irgendwann war halt einmal die Frage, so wie geht es weiter bei mir? Bleibe ich ewig Angestellter oder mein Vater war damals auch noch voll im Futter und ans Abgeben oder Aufhören war noch gar keine Rede davon. Und dann hat sich das in Fürstenzell ergeben. Und dann habe ich gesagt, okay, die Gelegenheit packe ich jetzt beim Schopfer und mache mich da selbstständig. Das war jetzt vor 12 Jahren, war das dann, Okay. Also genau. das, was heißt ergeben? Da gab es schon Rewe, das war ein Bestandsgeschäft, oder was war das? Ja, da hat die Rewe quasi ein Objekt gebaut und da habe ich mich damals dann auf den Markt beworben, als dass ich den selbstständig führe. Und war dann sozusagen damals auch der Erste, der was so einen selbstständigen Markt bei der Rewe bei uns in der Umgebung gemacht hat oder auch bekommen hat. Okay. Genau. Ja gut, da Ja. warst du zarte 28, oder? Wenn ich das richtig. War noch ziemlich jung, ja. Respekt. Okay, da hast du gleich den Markt übernommen und dann machst du das praktisch bis heute hauptamtlich und dazu noch den Neukauf sozusagen Ja, genau, mit deiner Schwester. genau. Und jetzt nochmal die Frage, heißt der Neukauf Neukauf, weil ihr ein Neuhaus seid? Oder wo kommt das Neukauf her? Er heißt ja Nahkauf. Ah, Nahkauf, Nahkauf. Okay. Und das hat eigentlich nur einen Hintergrund von der Rewe her. Also der wird auch von Rewe beliefert. Und aber das sind halt die
die hundertprozentig Selbstständigen. Also das muss man sich so vorstellen, bei mir in Fürstenzell hat die Rewe nur 20% Beteiligung. Ah, okay. Und im Endeffekt ist das wie eine McDonalds-Filiale. Ja, so also franchise-mäßig. Genau, so franchise-mäßig läuft das ein bisschen. Und in Neuhaus haben wir nur einen Liefervertrag mit der Rewe. Also da haben wir hundertprozentig selbstständig und nur die Rewe beliefert uns. Und da haben wir halt den Namen und das Werbekonzept, das heißt halt dann Nahkauf. Und der Vorteil ist für euch, dass ihr in Neuhaus von den günstigen Konditionen, Großhandelskonditionen praktisch profitieren könnt. Ja, haben wir halt dann auch mit in der Einkaufsgenossenschaft mit dabei. Ah ja. Aber dann ist das nie ein Thema oder in Zukunft kein Thema, dass das auch nochmal ein Rewe werden würde, oder? Weil sobald Rewe draufsteht, sind dann die 20% weg oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, die 20%, also man kann ja auch durchaus einen Rewe-Markt dann, man kann sie ja einkaufen in die Marke, sage ich jetzt einmal grob einfach erklärt. Ja. Aber dann muss man natürlich auch die ganzen Marketingmaßnahmen zu 100% mit umsetzen. Okay. Also man ist schon freier, wenn man jetzt das als Nahkauf betreibt. Okay, ja, verstehe. Und ich habe auf der anderen Seite wieder Vorteile. Wenn ich jetzt zum Beispiel modernisieren muss oder renovieren muss, dann habe ich einen Großkonzern im Nacken, der mir bei Krediten hilft und es hat schon Vorteile auch. Genau, okay, verstehe. Aber das ist im Moment kein Thema. Also ihr werdet erstmal so als Nahkauf das weiter betreiben. Ja, das ist aktuell kein Thema. Genau, okay. So, und jetzt mal zur Familie. Das ist ja auch noch ganz interessant. Da ist ja relativ viel, was dort bei CrossFit Passau mit unterwegs ist. Also der Andi Höft, genau. Der Mann von deiner Schwester. Genau, quasi mein Schwager, genau. Dein Schwager, genau. Und dann gibt es noch die dass ich zum CrossFit gekommen bin. War der Andi vorher vor dir da? Ja, genau. Ah, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, okay. Okay. Also Hauptschuld ist eigentlich meine Nichte, also an Andi seine Tochter, die Steffi, die ist ja auch dabei. Ja. Die war die allererste, die angefangen hat damit. Und dann mein Schwager. Und ja, dann haben wir halt zu Hause echt so mal geredet drüber. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich auch mal ausprobieren, möchte ich auch mal ausprobieren. Ja. Und dann war es passiert. Dann kam deine Frau, die Petra, auch mit irgendwann, gell? Ja, genau. Ich habe am Anfang immer gesagt, ah, nein, das ist nichts für mich, das ist mir zu heftig. Und dann habe ich mir gesagt, probier es mal aus, ich glaube, du wirst süchtig. Zack, und schon haben wir es. Schon haben wir den Salat. Ja, genau. Also ich denke, die Petra werden auch viele kennen und den Andi natürlich auch und die Stefanie. Aber die sozusagen deine Schwester konnte noch keiner überzeugen, oder? Da arbeiten wir noch dran. Damit wir wirklich alle dann bei uns haben, ja. Ja, aber es ist ja schön, dass ihr alle da seid. Genau. Ja, wie kam das jetzt, dass das, also CrossFit, war das für dich, ich meine, du hast es mal ausprobiert, klar. Hattest du vorher damit schon irgendwelche Berührungspunkte in irgendeiner Form? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe eigentlich während meiner Bundeswehrzeit habe ich so mit dem Sporteln ein bisschen angefangen und da hauptsächlich eigentlich nur mit Laufen. Ich war eigentlich immer nur der Läufer. Okay. Und irgendwann hat es dann einmal angefangen mit so Hindernisläufen, die Xletics und Tasmada und Dingenskirchen, was halt so alles gibt. Und ja, ich habe dann schon gemerkt, ich brauche irgendwie immer ein bisschen den Kick. Also das normale Laufen, das war mir einfach zu langweilig und zu eintönig. Und ich power mir gern richtig aus beim Sport. Okay. Ja, und somit ist eigentlich CrossFit genau das Richtige. Genau das Richtige, genau. Was halt mich beim Laufen mal immer gestört hat, ich meine, ich habe immer Probleme gehabt, dass mir meine Hosen passt haben, weil ich immer Oberschenkel gehabt habe wie ein Bär und oben war immer ein Lauch. Ja, ja. Ja, also man trainiert halt eigentlich nur über seine Füße. Ja, das ist richtig. Das ist halt kein Ganzkörpersport, gell? Ja. Ja, das verstehe ich. Naja, und weißt du eigentlich, wie lange du schon dabei bist? Weißt du, wann du das erste Mal zum Probetraining warst? Ich habe natürlich gestern einmal recherchiert und glaube, ich habe es nicht ganz genau mehr im Kalender gefunden, aber es muss so Mitte Februar gewesen sein, seit 2019. Ja, also es ist ziemlich genau 2 Jahre her. Es war am 8.2.2019, hast du dein Probetraining gemacht. Ja, habe ich nämlich auch gerade nochmal geguckt. Also hätte ich nicht gedacht. Das sind jetzt auch ja, ziemlich genau 2 Jahre im Endeffekt, die das schon wieder her ist. Die Zeit vergeht unheimlich schnell. Ja,
Ja, genau. Was machst du jetzt, Markus? Also ich meine, das Thema Corona trifft dich ja relativ wenig, ja. Also das Einzige, glaube ich, was dich so ein bisschen getroffen hat, so wirklich war diese Mehrwertsteuerumstellung. Da haben wir mal drüber geredet. Vom Aufwand her war das schon nicht ganz ohne. Aber wie merkst du da jetzt irgendwas zu dem ganzen Thema? Weil ja die Supermärkte immer noch offen haben können im Endeffekt. Ja, das, was ja bei uns jetzt die große Herausforderung momentan ist, ist, bei uns sind halt die ganzen Arbeitsabläufe ändern sich ständig. Es kommen ständig neue Regelungen. Es ist, wenn man mal ganz von vorn anfängt, der erste Hype war natürlich bei uns die Hamsterkäufe vom ersten Lockdown, jetzt vor einem Jahr. Natürlich alle überrannt. Das war, keiner war ausgelegt drauf. Die ganze Industrie ist kollabiert. Warenversorgung ist zusammengebrochen und wir haben da fast, sage ich jetzt einmal, Tag und Nacht gearbeitet, dass wir die Regale noch voll bekommen haben. Dann ist es natürlich losgegangen mit Mitarbeitern in Quarantäne. Vielleicht auch Corona-positive Mitarbeiter ist natürlich dann auch immer schwierig vom Einsatzplan her. Da kriegst du dann einen Anruf, ja, sagt, ich komme jetzt nicht mehr und dann ruft die nächste an und die nächste, ja, ich muss auch in Quarantäne. Ich muss auch, das war natürlich auch mal eine schwierige Phase, was wir gehabt haben. Und jetzt dann die normale Maskenpflicht ist natürlich für uns oder für die Mitarbeiter war das natürlich schon sehr belastend. Im Sommer über, wenn man jetzt einmal bei uns im Getränkemarkt schaut, da kommt zweimal in der Woche ein Sattelzug, der hat 40 Paletten Bier drauf und das muss verräumt werden. Und das machst du einmal bei 25 Grad und dann eine Maske im Gesicht und dann. Also das ist nicht einfach, das ist schon eine Belastung. Vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist. Mittlerweile haben es die Mitarbeiter gewohnt, dass die Maske tragen, aber gerade am Anfang war das schon schwierig. Ja, die Mitarbeiter müssen die ja auch beim, ich sag mal, Regale einräumen oder wo sie immer sind, müssen sie immer tragen, gell? Okay, und jetzt die FFP2-Maske, die ist ja noch mal ein bisschen dichter, sage ich mal. Also, da haben wir ja Gott sei Dank jetzt ausgenommen. Also, die Mitarbeiter müssen es ja nicht tragen, es müssen nur die Kunden tragen. Ach so, okay. Ja, weil. Ja, es gibt ja da vorgeschriebene Maximaltragedauer und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die ist. Und noch, ich glaube, es sind 70 Minuten. Also nagelt mich da jetzt nicht fest, ich weiß nicht genau. Und danach musst du eine halbe Stunde Pause machen. Das heißt ja für uns, wir müssen alle 70 Minuten einen Laden einmal kurz zusperren, wenn wir alle in Pause müssen. Ja, verstehe. Also das ist eigentlich gar nicht umsetzbar. Aber jetzt im zweiten Lockdown, gab es da wieder irgendwelche Corona-Fälle oder hat sich das normalisiert? Ist das jetzt auf einem relativ gleichbleibenden normalen Niveau? Es ist eigentlich jetzt auf einem ziemlich konstanten Niveau, ja. Das eigentlich, das Gute ist, wenn man dann schon mal einen Großteil durch hat von den Leuten, die haben natürlich dann, ja, da gehen wir zu mehr oder weniger immun. Ja, und wir haben natürlich auch die ganzen Abläufe jetzt von den Pausenzeiten und so, dass man immer miteinander in Pause geht und das haben wir natürlich alles angepasst. Somit haben die Mitarbeiter untereinander nicht mehr so viele Berührungspunkte. Ja, verstehe. So, sag mal, nochmal einen Schritt zurück. Die Petra, die ist ja auch mit bei euch, aber die ist dann primär, hast du mir gesagt, in Neuhaus bei eurem Genau. Geschäft, gell? Ich kümmere mich primär in Neuhaus und zwar speziell um den Backshop. Da haben wir, betreiben wir den Backshop selber, also die Bäckerei selber. Da kümmert sich die Petra eigentlich primär drum. Und ihr habt ja auch noch so ganz so nebenbei noch drei Kinder, gell? Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Genau. Wie alt sind die eigentlich? Die haben jetzt 8, 10 und 12. Ja, das ist aber ein schöner Abstand. Immer 2 Jahre. Das habt ihr gut getaktet. Genau. Ja. Okay. Natürlich jetzt auch eine Herausforderung mit dem Homeschooling bei drei. Bei drei Kindern, das glaube ich, ja. Vor allem für Petra natürlich, die übernimmt da einen Großteil. Ja. Ja. Ja, das ist nicht einfach. Ja, das sind insgesamt sehr, sehr interessante Zeiten, gell? Ja, es ist schon herausfordernd, ja. Wie baut ihr den Stress ab? Was macht ihr so? Ich meine, ihr seid beide wahnsinnig sportlich. Was macht ihr sonst so? Ihr könnt zu Hause, könnt ihr auch ein bisschen trainieren, glaube ich, oder? Ja, also wir haben eigentlich ziemlich gut aufgestellt vom Trainingsbereich her. Und ja, ich muss jetzt einmal sagen, für uns hat sich jetzt der Alltag nicht so sehr geändert. Also unter der Woche, so geht es einmal. Klar, Wochenende sitzt jeder nur daheim, aber jetzt unter der Woche haben wir eigentlich mehr Stress, sage ich mal, wie vorher durch die Arbeit. Weil es schon immer, ja, es ist einfach mehr Aufwand. Die Routine ist halt nicht mehr drinnen momentan. Ja, verstehe. Und doch das wird uns eigentlich jetzt unter der Woche nicht langweilig.
Okay. Da haben wir mit CrossFit, also wir machen beide ziemlich regelmäßig bei den Online-Woods mit. Ja. Da hattet ihr überhaupt keine Berührungspunkte, oder? Zu den Online-Workouts? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe gleich beim ersten Lockdown haben wir eigentlich, ich sage jetzt mal, ohne Pause von dem normalen Regelbetrieb in den Online-Betrieb umgeschalten und auch gleich mitgemacht. Und nein, ich finde es eigentlich, es ist klar, es kommt nicht an das Box-Feeling ran, es ist nicht die Box, aber es kommt nah dran und es ist einmal ganz, ganz witzig. Und ich finde es jetzt auch im zweiten Lockdown, das mit der virtuellen Reise, mit der Boxreise und auch, dass von den anderen Boxen immer so viel dabei haben, ist eigentlich wirklich cool, weil man viele neue Leute, es ist interessant. Ja. Macht wirklich Spaß. Also empfindest du das eher positiv, dass da noch Leute von anderen Boxen dabei sind, ja? Ja, auf alle Fälle. Also ich finde das wirklich toll. Weil ich habe mir schon Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, im ersten Lockdown waren wir ja immer so unter uns, ja. Und da waren wir meistens, ich sag mal so im Durchschnitt 4, 5 Leute, mehr waren es ja nicht. Wenn mal 9 da waren, waren es mal viele, manchmal auch nur 3. Mehr hast du eigentlich nicht erreicht. Und jetzt sind natürlich durchschnittlich, ich habe mal geguckt, so 17 bis 20 Leute dabei. Aus Deutschland, teilweise Österreich oder Schweiz sogar Leute. Ja. Und dann dachte ich mir schon, Mensch, wie kommt das eigentlich bei meinen Leuten an, wenn der Trainer, der CrossFit-Passau-Trainer, sich auch auf andere Leute konzentriert? Aber ich glaube, vom Gefühl her, also wenn ich das so wiedergeben darf, mich beglückt es auch, mit einer größeren Mannschaft dort zu stehen, ähnlich wie in der Box im Endeffekt. Es fordert mich als Trainer noch mehr und es lässt mich so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ja, und ich hoffe, dass das für euch als Sportler sich auch so anfühlt, einfach mal zu sehen, hey, da gibt es ja noch mehr Crossfitter in Deutschland und in der Welt, ja, die so einen Blödsinn machen, den wir alle turnen. Und ich glaube, das ist einfach für jeden dann so ein bisschen auch ein schönes Gefühl. Ja, es ist wirklich ganz witzig. Und wir haben auch schon mal bei CrossFit Chiemgau, haben wir jetzt Peter und ich schon mal mit reingeschaut. Okay. Hat mitgemacht. Das ist einmal ganz spannend, dass man mal woanders ja, genau. mitmacht. Genau. Ja, ich finde es auch von den Zeiten ideal. Ja, also man kann ja theoretisch Tag und Nacht trainieren, in Anführungsstrichen, so wie es einen reinpasst. Ich nutze das auch selber auch sehr intensiv. Und natürlich, ich meine, wir beide sind privilegiert insofern, als dass wir einen eigenen Raum haben, wo wir Sport machen können. Ja, also das muss man natürlich schon sagen. Das ist ja für uns so ein bisschen, wir gehen wie in unsere Box rein. Ja, und da ist nur Sport das Thema. Ja. Aber ich bewundere immer wieder, wenn ich das sehe in den Online-Workouts, die Leute, die wirklich, wir sehen das ja, die schieben ihren Wohnzimmertisch zur Seite und dann geht's da rund, ja. Die legen sich da eine Yogamatte hin, haben da eine kleine Dumbbell oder irgendwas, eine kleine Kettlebell dabei und dann toben sie sich da aus und die machen es einfach. Ja, das ist schon nur mehr was anderes dann, ja. Ja, also sich da zu überwinden, aber es funktioniert und es ist halt, glaube ich, so ein bisschen auch das Thema, dass es halt keine Alternative so wirklich gibt jetzt. Natürlich, man kann joggen gehen, man kann irgendwie selber was machen, aber für Leute, die sich nicht selber motivieren können, ist das, glaube ich, so fast die einzige Alternative, um wirklich im Sport drin zu bleiben. Und ich finde dafür gar keine schlechte Alternative. Ja. Man hat ja doch wieder ein bisschen Regelmäßigkeit, weil so zack, 18 Uhr ist einfach genau angesagt und dann macht man es auch. Genau, der feste Termin, das ist wichtig, das stimmt. Ja, da weiß ich genau, der Petzold oder der Emanuel steht da, der wartet auf mich und dann wird er mich schon rund machen, die eine Stunde lang. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig schön, dass ihr immer dabei seid. Den Markus, den Andi konnte man noch nicht so richtig überzeugen, gell? Der ist eher so der Heimlich-Trainierer, der macht da die Workouts eher so heimlich, ohne Online, ja, glaube ich, ja. Ich dürfte mal seinen Keller begutachten, der ist ja auch relativ gut ausgestattet. Ja, sehr gut ausgestattet, ja. Und ist ja völlig in Ordnung, wenn er sich zu Hause austobt, Hauptsache die Leute machen irgendwas, ja. Also nichts ist schlimmer, als gar nichts zu machen und nur Trübsal zu blasen, weil es hat natürlich auch was mit dem Kopf zu tun, ja. Es ist ja auch für den Kopf wichtig, so geht es mir ja auch. Wenn ich jetzt nur Trübsal blasen würde, dann würde ich durchdrehen wahrscheinlich in dieser Zeit, ja. Genau, naja. Markus, was bleibt zu sagen? Eigentlich sonst haben wir so gut wie über alles gesprochen, gell? Das war auf jeden Fall mal sehr interessant, euch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Auch so ein bisschen die Hintergründe von den lokalen Leuten so vor Ort, ja, was ihr so macht. Klar, ich meine, die einen oder anderen
tangiert jetzt das Corona-Thema, so wie euch jetzt, nur insofern, dass ihr es auf Arbeit aushalten müsst, durch Prozessänderungen, durch irgendwelche Quarantäne-Geschichten etc., wie du gesagt hast. Aber ansonsten hat sich für euch vom Tagesablauf relativ wenig geändert. Ja? Außer, dass dann auffällt, auf einmal am Wochenende oder abends, wenn man weggehen will, ja, im Moment, das geht ja gar nicht. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal so ein kleiner Vorteil, dass diese normale Routine eigentlich drin geblieben ist. Gell? Deswegen fühlt sich das anders an. Ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, jetzt an diese neue Routine mittlerweile auch gewohnt, ja, und irgendwie mittlerweile auch arrangiert damit. Ja. Das ist natürlich immer ein Drahtseilakt, auch finanziell das irgendwie noch hinzukriegen, aber das werden wir auch noch irgendwie schaffen. Also insofern, glaube ich, ist das für jeden mehr oder weniger schwierig, aber was nützt es? Man kann den Kopf in den Sand stecken, ja, und das passiert mir auch hin und wieder, klar. Da gibt es Tage, die sind halt nicht so gut wie der andere. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin sehr, sehr wetterfühlig mittlerweile geworden. Es hat mir sonst nichts ausgemacht, wenn mal ein Tag dabei ist, wo nur Nebel ist. Mittlerweile mag ich so eine Tage gar nicht mehr haben. Ja, also ich will nur noch Sonne haben, weil dann geht es mir viel besser. Ja. Ja, man muss nach vorne schauen. Richtig. Aber man kann sich es halt auch nicht aussuchen. Und die Psyche kann man auch nicht immer austricksen. Gell? Ja, das stimmt. Das stimmt. Genau. Aber ansonsten weiß ich, dass es Petra und dir und den Kindern soweit gut geht und ihr auch das Homeschooling jetzt hoffentlich überleben werdet, ohne größere familiäre Auseinandersetzungen. Weil wenn dann ja, ziemlich entspannt und da haben wir einen Druck rausgenommen. Also und da gibt es kein Du musst und kein Streit nicht. Also das ist ja, und wenn mal was passiert, einfach ab in die kleine Heimbox und austoben an der Kettlebell. Genau. Das Beste. Habe ich bewusst abgelassen. Genau. Naja, Markus, dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir zusammengekommen sind. Genau, grüße die Petra schön. Mach ich. Und dann sehen wir uns, denke ich, zum nächsten Online-Training. Wahrscheinlich heute, weiß ich nicht, oder morgen. Wahrscheinlich morgen. Schon wieder. Heute ist Pause, morgen. Morgen. Alles klar, dann sehen wir uns morgen wieder. Freut mich. Alles klar, dann bis dahin und bis bald. Ciao, Markus. Ciao. Servus.